Man kann Max Bauer eigentlich als den Potsdam-Fotografen schlechthin bezeichnen. Nicht nur aufgrund der besonderen Qualität seiner fotografischen Arbeiten, sondern auch aufgrund der Quantität. Max Bauer lebte von 1934 bis 1953 in Potsdam. Hier fertigte der gelernte Buchhändler unzählige historische Aufnahmen, die die Stadt vor und nach dem Zweiten Weltkrieg zeigen. Das Potsdam-Museum präsentiert in einer Sonderausstellung rund 300 Lichtbilder des Fotografen. Bauers Blick galt dem harmonischen Zusammenspiel von Architektur und Natur. In seinen Fotos arbeitete er gezielt mit Licht und Schatten. Er war bei der Bildsprache auch sehr romantisch veranlagt. Er kam aus der Landschaftsfotografie und hat diesen Wunsch nach schönen, malerischen, wohlkomponierten Bildern eben auch auf seine Stadtfotografie übertragen. Er wartete, bis das Bild so vor ihm sich ergab, wie er sich das im Kopf vorgestellt hat, und dann erst löste er aus. Die Fotografien von Max Bauer, die auf zahlreichen Postkarten und in Bildbänden verwendet wurden, prägen bis heute das Bildgedächtnis Potsdams. Die Aufnahmen dienten auch als Grundlage für die behutsame Wiederherstellung der historischen Potsdamer Mitte in den letzten zwei Jahrzehnten. Potsdam, ein Paradies für meine Kamera. Die Sonderausstellung mit den Fotografien von Max Bauer sind noch bis zum 26. August im Potsdam Museum zu sehen.